Hi Leute, heute bei uns am Tisch nochmals eine echte Wienerin und zwar die 05003 von Lilliput Austria. Und hier haben wir das Problem gehabt, beim Bühlermotor ist die Kupplung durchgerutscht und deswegen haben wir keine Kraft mehr aufs Getriebe übertragen können. Hier wurde wieder eine Profilierung eingeschlagen, wie bei der 140er, die wir schon gemacht haben. Video verlinke ich auch hier oben wieder. Und jetzt kam beim Videochatten neben der Instandsetzung die Frage, wie ich eigentlich die Kohlen dann in den Motor wieder hineinbringe. Denn mit der Feder selbst haben diese die Neigung, irgendwo mal schnell davon zu springen. Und ich mache das folgendermaßen. Als erstes wird die Kohle vorne eingesetzt. Hier schauen, welche Richtung schon gebraucht gewesen war, oder diese sind halt relativ neu. Einsetzen, mit dem Finger fixieren. Mit der Pinzette den ganzen Halter nehmen. Und dann kann man alles auf einmal in den Motor einfädeln. Und jetzt kann man die Kohle ohne Probleme herausschnalzen lassen, weil sie gleich am Kommutator ansteht. Dann noch reindrücken. Fertig, Kohlen wieder drinnen, Kommutator wurde geputzt, Kupplung wurde gerichtet, Getriebe wasche ich auch nochmal durch. Einlaufphase mit neuen Kohlen. Läuft weg bei 1,2 Volt, 90 mA. 2 Volt, 2,5, 3 Volt. 3,5, 4 Volt, 100 mA. Die Kohlen reiben sich gerade am Kommutator neu ein und jetzt wird er gleich leiser werden. Stromverbrauch sinkt gerade auf 90 mA. mA. Hört sich schon besser an. Das Einlaufen dient dazu, dass sich die Kohlen wieder rund reiben. Ansonsten springen sie am Kommutator und das ist dieses Knattern, das man dazwischen immer hört. Gleicher Motor nach 10 Minuten Einlaufzeit, 5 Minuten beide Richtungen. Ich würde sagen, kann man lassen. Nochmal von unten weg. Läuft an bei 1,7 Volt, 80 mA, 2 Volt, 2,5, 3,5. 4,5, 5, 6, 7, dann mal schnell hinauf, 12 Volt, 120 mA. Ganz eingelaufen ist er noch nicht, aber so weit, dass er schon in der Maschine darf. Das heißt, jetzt geht's ans Zusammenbauen. Und somit ist die Maschine auch schon wieder fertig und darf ab nach Hause. Ich hoffe, dieser Short gefällt euch auch wieder und vielleicht sieht man sich demnächst bei uns in Schiltern, bei der Anlage oder im schlimmsten Fall dann beim nächsten Video. Hier wurde eine neue Profilierung eingeschlagen. Ich kann schon nicht mehr reden. Nochmal.